Hey, letztes Jahr haben wir uns ein 20 Jahre altes Wohnmobil umgebaut, um Vollzeit darin zu leben. Schaut euch das mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh fuck, und bei Pepper sind auch 10. Vielleicht sollte ich mal helfen. Ja, Lulu, was ist denn da los? Das hier war der erste Spot, den wir damals in Marokko angefahren haben. Und wirklich unser Lieblingsspot hier im Norden Marokkos. Die Strände sind komplett leer. Es ist kein einziger Mensch da. Außer den 20 Straßenhunden sieht man hier wirklich niemand. Und man kann den ganzen Strand entlang laufen. Das hier ist Amlou, typisch marokkanisch, ein Mix aus Arganöl, Mandeln und Honig. Und das war's auch schon. Drei Zutaten, schmeckt so ein bisschen wie Peanut Butter, aber ist noch flüssiger. Und auf jeden Fall auch leckerer. Und das Ganze soll sogar noch sehr gesund sein. Für uns heißt es an dieser Stelle Abschied aus Marokko nehmen. Heute ist unser letzter Tag, bevor es morgen dann auf die Fähre geht. Und ich muss wirklich sagen, mir reicht's auch. Ja, die letzten Tage und Wochen waren wirklich nicht einfach. Wir haben keine Wäsche mehr, kein Gas mehr. Und ich muss sagen, ich bin auch abgeschlaucht vom Campen. Es macht nicht mehr wirklich Spaß. Aber es war eine richtig geile Zeit hier in Marokko und definitiv eins der besten Länder zum Campen. Der Spot in Marokko Jazz. Ja, Mann. Das sind so Menüs. Lass es dir schmecken. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das war das geilste Frühstück, das wir seit langer Zeit hatten. Ja? 3 Euro und wir hatten alles. Wir hatten Ei, Käse, Oliven, Joghurt, Tomaten, Kaffee, O-Saft, frisch gepresste Orangen. Sie haben mir dann noch Geld über, dann kann ich mir jetzt was Sinnloses kaufen. Die hier willst du? Ja, weil die hat auch diesen Metallgriff. Wir sind gerade in Nasila, einer Stadt, die wir wirklich gar nicht auf dem Schirm hatten. Aber es ist vielleicht sogar eine der schönsten Städte Marokkos. Für uns auf jeden Fall. Man kann hier super entspannt durchlaufen. Es ist wunderschön, keiner nervt einen und überall gibt es was zu sehen. Das letzte Ding, das wir hier in Marokko gebraucht haben, haben wir gefunden. Wir haben es jetzt 7.35 Uhr, circa 1,5 Stunden bis zur Fähre und dann geht's rüber nach Spanien. Wir wissen nicht ganz, ob die Fähre um 10 oder um 11 kommt, deswegen müssen wir jetzt schon ein bisschen früher hin. Aber ich hoffe, die Fähre kommt um 10, dass wir so schnell wie möglich in Spanien drüben sind. Bye, Bro. Shukran. Good time.
Next time, inshallah. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wir müssen auf jeden Fall nochmal den Tank voll machen. Kostet hier ungefähr 1,25, 1,30 der Liter. Leider gab es an der Tankstelle keine Kartenzahlung. Wir hatten nur noch 40 Euro. Das heißt, der Tank ist jetzt halb voll. Wir müssen aber irgendwo nochmal eine Tanke finden, um die andere Hälfte voll zu machen. Denn es ist ja fast halb so teuer wie in Europa. Das hat jetzt noch gefehlt. Irgendwie nimmt das Auto kein Gas mehr an. Ich bin hier mit 60 auf der Autobahn. Das kann jetzt doch wohl alles nicht wahr sein, oder? Oh Mann, ey, das hat uns noch gefehlt. In Schweden hatten wir damals mit dem Crafter schon mal genau das gleiche. 3 Stunden bevor die Fähre fährt. Er gibt irgendein Problem mit dem Auto. Ich hoffe vielleicht einfach, dass das Auto aus- und anmachen hilft. Manchmal tut's es, manchmal nicht. Ansonsten ist die Entscheidung wieder schwer. Bleiben wir hier und lassen es günstig reparieren. Fahren wir mit dem kaputten Ding nach Spanien. Kurz bevor die Fähre kommt, auf jeden Fall kein guter Zeitpunkt für sowas. Also ich kann da leider nichts erkennen. Ich hätte gesagt, wir gehen da rein, schauen im Internet, wo die nächste Werkstatt ist und lassen das hier machen. Weil wenn wir nach Spanien fahren, dort muss man immer eine Woche warten, bis man in der Werkstatt einen Termin bekommt. Lass uns erstmal ein bisschen fahren und schauen, ob es weg ist. Vielleicht ist da nur irgend so ein komischer Sensor gewesen. Auf jeden Fall keine leichte Entscheidung, aber ich hatte sowas schon mal vor 3 Monaten, bevor wir nach Marokko gekommen sind. Wirklich 1:1 genau das gleiche Szenario. Ich habe das Auto an- und ausgemacht und danach ging jetzt wieder für die letzten 3 Monate alles. Und genauso schaut es irgendwie jetzt aus. Ich fahre einen ziemlich steilen Berg hoch und das Auto zieht ganz normal. Worst case wäre aber, wir kommen im Berg in Spanien an und dann funktioniert das Auto nicht. Dann sind wir richtig im Arsch. In Spanien wartet man nämlich ewig auf einen Termin bei der Werkstatt und es ist natürlich viel teurer als hier. Aber ich denke, wir sollten es probieren, auf die Fähre zu fahren. Ich meine, jetzt geht ja alles. Ich kann ja jetzt auch schlecht mein Auto in die Werkstatt abgeben und alles funktioniert. Salam alaikum, Algeciras? Okay, shukran. Heute ist wirklich mal wieder ein Tag. Nicht nur, dass unser Auto nicht funktioniert. Wir haben die letzten 88 Kilometer auch keine einzige Tankstelle mehr gesehen. Ich kann ja wirklich nicht verstehen, warum es... Hier rechts oder links? Check-in oder Ticket Sale? Ticket Sale and Check-in. Ich verstehe wirklich nicht, warum es vor der Fähre keine Tankstelle gibt. Jeder, der nach Marokko fährt, fährt mit dem leeren Tank her und jeder, der zurückfährt, will mit dem vollen Tank zurück. Ja, wir fahren jetzt mit ein bisschen weniger als einem halben Tank zurück. Sehr ärgerlich und die Kamera muss ich jetzt ausmachen. Haben es durch die Kontrollen geschafft. Wir mussten kurz durch so ein Röntgengerät, bei dem geschaut wurde, ob keine Personen im Fahrzeug sind. Und dann kam noch kurz ein Hund rein, der hier alles durchgeschnüffelt sind. Und jetzt geht's endlich ab nach Spanien. Dieses Schiff hier ist auf jeden Fall viel größer als das, mit dem wir hergekommen sind. Und es macht unfassbar Spaß, hier rumzulaufen. Mal schauen, was ich hier Neues finde. Wow, ich glaube, das ist ein Swimmingpool. Die ersten spanischen Hügel sind hinter uns und das Auto läuft ganz gut. Für uns heißt jetzt erstmal eine Menge Dinge erledigen. Wir müssen auf jeden Fall zum Tierarzt, Pepper seine Dokumente holen. Dann müssen wir meine Drohne holen. Einkaufen müssen wir und unsere Wäsche wurde ja schon seit 5 Wochen nicht mehr gewaschen. Mal schauen, wie viel wir davon heute noch schaffen. Oh Mann, das Drohnenlager hat vor einer Stunde zugemacht. Muss ich bis morgen warten.
Fast Food nach so einer langen Zeit, ist echt geil. Ja, was ist das? Darf ich nicht nach links, ne? Alter, jetzt doch. Herzlich willkommen zurück in Spanien, ne? 1,8 Millionen Euro. Erfolgreich nach Spanien geschafft. Ja. Und wir haben die 8000 Kilometer geknackt, sehe ich gerade.